Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Es geht um den iDock C10. Ja, da haben wir ja schon ein Unboxing gemacht. Ihr seid zu sehen. Ich habe gestern versucht und versucht und versucht. Der ist für Macs oder Laptops ausgelegt mit USB-C. Meine beiden Laptops, die ich habe, haben kein USB-C. Handy hat auch nicht funktioniert. Wurde mir dann zwar immer angezeigt, wenn ich angesteckt habe, dass ich irgendwie eine Tastatur auswählen kann, und hast nicht gesehen. Wurde geladen, aber das Bild wurde halt nicht. Bei manchen Handys geht es ja, bei dem hat es jetzt nicht funktioniert. Ich habe das Kartenleselaufwerk von dem Gerät getestet. Ich zeige euch jetzt erstmal nochmal das Gerät für die, die das Unboxing nicht gesehen haben. Sieht ein bisschen wüst jetzt hier drin aus, weil ich habe die ganze Kabelei jetzt hier logischerweise alles benutzt. Ist wirklich ein kleines, neckisches Gerätchen. Ja. Funktioniert auch wirklich, was ich jetzt testen konnte, funktioniert das sehr, sehr gut. Ich habe den Kartenleser getestet und habe Videodateien auf dem PC bzw. Laptop übertragen. Und ich habe die Maus und Tastatur hier angeschlossen und versucht, und das funktioniert mit kabellos und halt auch mit Kabel. Ich habe auch an die Tastatur den einen USB-Stick von Logitech rangemacht. Es gibt ja zwei Formen. Die MX Keys Tastatur, die erste, hat ja dann halt diesen USB-Stick. Ich weiß jetzt nicht, wie das Übertragungsformat heißt. Da musst du halt, wenn du die Maus noch dazu holst, musst du dann halt zwei USB-Sticks im PC machen. Also zwei Empfänger. Der neue Standard, wo ich den Namen auch vergessen habe, da hast du einen Stick, und da kannst du dann halt die Keys-Tastatur und die Maus über einen Stick betreiben und brauchst halt nicht, spart dir halt Platz am PC. Funktionieren noch drei Mäuse mit Mal oder was weiß ich. Das habe ich dann hier an Tastatur ran gemacht. Das hat auch funktioniert. Kopfhörer, ich versucht, den USB-C vorne habe ich nicht getestet. Und hinten haben wir dann praktisch LAN-Anschluss, USB-C, dann einen dicken USB-Anschluss. Der ist dann für den PC bzw. für den PC? Ja, für den Desktop-PC, weil der ist dafür ausgelegt. Kommen wir gleich dazu. Dann dreimal USB 3.0, dann zwei HDMI-Ausgänge und ein Optical und Strom. Und hier halt bei PC haben wir DisplayPort und HDMI als Eingang. Das sind jeweils Eingänge. Nicht zwei separate, also schon zwei separate, aber die funktionieren nicht gleichzeitig, dass man halt HDMI und DisplayPort anmacht und dann halt hiermit schalten kann. Halt getestet, funktioniert auch nicht. Das ist dafür ausgelegt, dass ihr praktisch LAN und USB-C mit eurem Laptop bzw. MacBook zum Beispiel verbinden könnt. Dann lädt der das MacBook logischerweise darüber und macht die Datenverbindung. Also logischerweise Bildschirme, ja, dass man dann halt den Bildschirm auf mehrere spiegeln kann, und dass die Maus und Tastatur funktioniert und das Kartenleselaufwerk, das kommt alle durch diesen USB-C und Internet halt logischerweise, Internet. Ja, dann hat man dann halt über USB auch das Internetsignal. Ja, das ist alles dafür. Dieser dicke USB und DisplayPort und HDMI, nee, hier ist DisplayPort, DisplayPort und HDMI, die drei Sachen sind für einen PC. Da kommt dann halt von der Grafikkarte oder vom Onboard, je nachdem, was man hat, ein HDMI oder ein DisplayPort rein, und dieser dicke USB kommt dann in den PC. Somit haben wir eine Verbindung beim Laptop und eine Verbindung beim PC. Durch diese Verbindung von diesen beiden, ja, das ist ja nur der Bildschirm beim PC, das ist die Datenübertragung, hier ist Bildschirm und Datenübertragung beim USB-C, können wir dann praktisch hier eine Maus und Tastatur anschließen, und durch Drücken des Knopfes haben wir dann hier auch so ein LED, das uns anzeigt, bei welchem Gerät wir uns gerade befinden, ob PC oder Laptop. Ja? Und zusätzlich, je nachdem, wo ihr hin und her schaltet, ob ihr auf PC oder auf Laptop schaltet,
nicht nur, dass die Maus und Tastatur dann für dieses Gerät ist, der Bildschirm dann dementsprechend angezeigt wird. Habt ihr auch noch USB? Und die sind dafür da, dass ihr Festplatten oder Drucker oder was weiß ich anschließen könnt. Und dann könnt ihr das halt auf dem jeweiligen Gerät, was ihr gerade aktiviert, auf diese Sachen auch zugreifen. Ja, das funktioniert einwandfrei. Wir haben zwei Ausgänge. Ich habe jetzt leider dadurch, dass mir die Möglichkeiten fehlen mit dem Laptop, nicht testen können, ob beide Ausgänge gleichzeitig funktionieren, weil ich habe kein Mac, so was nutze ich nicht, ob die beide gleichzeitig funktionieren oder ob HDMI 1 für einen Bildschirm, HDMI 2 für einen separaten Bildschirm und dass man auf dem PC und auf dem einen den nicht Mac hat und dann halt, wenn man drückt, dann halt mit der Maus halt auf dem dementsprechenden Bildschirm ist, ja, und bewegen kann. Das habe ich jetzt nicht testen können, leider, weil mir die Möglichkeiten dazu fehlen. Aber wir haben unten bei Laptop steht 1 und bei DisplayPort 2. Also DisplayPort oder HDMI steht 2. Also denke ich mal, ich habe auch den zweiten benutzt. Auf dem ersten kam nichts, auch wenn ich hier hin und her geschalten habe. Ich nehme mal an, dass praktisch der Mac dann auf dem ersten HDMI und der dann halt auf dem zweiten. Ob man dann, wenn man hin und her schaltet, zwischen den beiden Geräten auf HDMI 1 wechseln kann, weiß ich nicht. Bei mir hat halt nur, weil ich ja an dem zweiten hatte, nur zwei funktioniert. Ich konnte, wie gesagt, nicht alles testen, weil mir die technischen Möglichkeiten fehlen. Aber ich habe halt die Geschwindigkeit überprüft, ob eine schnelle Datenübertragung vom Kartenlaufwerk ist. Ich habe jetzt nicht mit dem Testprogramm, ich habe einfach eine Videodatei und die Zeit ist annähernd identisch mit dem, wenn ich meinen normalen Kartenleser benutze. Ich habe den Laptop benutzt und habe den USB ran gemacht, hab auch nur den HDMI vom PC durchgeschleift oder habe DisplayPort durchgeschleift, DisplayPort, auf der anderen Seite HDMI Out und habe dann die Maus dran gehabt und Tastatur und habe den USB zum PC gemacht. Das hat auch funktioniert, ja, dass man dann halt praktisch von DisplayPort auf HDMI wechselt, zusätzlich dann halt den USB mit runter macht und dann praktisch da noch hinten Festplatten anschließen kann oder andere Geräte. Und die Maus und Tastatur an das Gerät anschließen kann, wenn man nicht so viel Platz am PC hat. Das würde auch funktionieren. Mehr konnte ich da jetzt leider nicht testen bei dem Gerät. Es macht einen guten Eindruck. Es ist auch gut verarbeitet. Also ich habe keine scharfen Ecken, Kanten oder so. Ist auch so nicht ausgefallen oder irgendwas dergleichen. Das, was ich getestet habe, hat alles funktioniert. Aber mehr kann ich dazu leider nicht sagen. Ich mache euch da auch einen Link in die Videobeschreibung. Vielleicht ist es für den einen oder anderen MacBook-Besitzer vielleicht ganz interessant. Ich habe leider keinen hier. Ich kenne viele, die Mac haben. Die wohnen aber nicht hier bei mir in meinem kleinen Ort. Die wohnen dann schon ein paar hundert Kilometer weiter. Und da ist dann das Problem, da ist dann nicht die Möglichkeit da, dass man sich das ausbockt und testet. Aber wie gesagt, das, was ich testen konnte, hat funktioniert. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefreut. Wenn es euch gefreut hat, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Odin.